Willkommen beim Power Advent Kalender 2020 von Cloud Couch Rocks. Hier sind eure Moderatoren Stefan und Tommy. Los geht's! Hallo Stefan, hallo Publikum! Tommy, Mensch, schön dich zu sehen. Ein toller Tag heute, finde ich. Ja. Ich habe gehört, du hilfst uns heute bei einem Problem, was uns als SharePoint da total in den Wahnsinn treibt. Es hat irgendwas zu tun mit Personenfeldern. Ja, es ist doch erstaunlich, wenn man mit dem SharePoint arbeitet und eine Power-App entwickelt, dass es doch immer wieder zu diversen Herausforderungen kommt, wo man denkt, das muss doch eigentlich gehen und dann geht es nicht. Und genau so ein Beispiel habe ich heute mal mitgebracht. Ich schalte mal rüber auf unseren Präsentationsdesktop. Ich habe hier auf einer Teams-Festseite die Liste von Katja. Und wenn wir in diese Liste gucken, sie ist relativ einfach aufgebaut, soll ja auch ein relativ einfaches Beispiel sein. Ich habe einen Titel, eine Bemerkung, ein Statusfeld und ich habe zwei Personenfelder. Und die Personenfelder sind so eingestellt, wenn ich mir hier Mail-Person mal angucke, das ist die Auswahl von Personen zulassen, aber eben nicht Multi-Selection fähig, sondern Single Selection. Also dieser Schalter Allow Multiple Selections ist auf aus. Ich kann also nur eine Person hinzufügen. Und wenn ich jetzt hingehe und zum Beispiel den Datensatz hier bearbeite, meine Oberfläche ist in Englisch. Ich werde da, glaube ich, so langsam wie der Papa Riedel, der ja auch oft seine Entwicklungsumgebung im Englischen hat. Ich glaube, ich gewöhne mich dran. Ich habe hier eine kleine Power-App mit so ein paar Buttons für Hilfegeschichten. Ich ändere hier mal was und habe jetzt hier unten die beiden Felder, wo ich was eintragen kann. Ich kann auch jemanden suchen. Ich kann auch hier die Megan suchen. Kann die hier eintragen. Und ich habe hier so ein kleines Optionsfeld. Und das ist eigentlich das, was der Kunde haben wollte. Wenn das Optionsfeld aktiviert ist, dann sollen die Kästchen hier unten sichtbar werden und ich kann was eintragen. Wenn das Optionsfeld aber deaktiviert ist, dann sollen die Felder nicht sichtbar sein und auch der Inhalt soll gelöscht werden. Die sind jetzt hier sichtbar, weil wir in einem Test sind, aber der Inhalt ist gelöscht. Ich sehe hier keinen Inhalt mehr. Der Inhalt ist auf Blank gesetzt. Wenn ich jetzt aber auf Save klicke, dann... Das ist aber leer, ich sehe das. Das ist alles leer. Das passt ja auch. Er speichert ja auch. Er hat aus Choice 1 hat er Choice 2 gemacht. Wunderbar. Aber wenn man hier rüber guckt, denkt man, hä, wie kann das sein? Da stehen immer noch Werte drin. Ich mache mal einen Refresh. Vielleicht hat der SharePoint-Seiten-Refresh nicht so gut geklappt. Und wir werden gleich sehen, auch ich habe wieder die Ladeverzögerung. Ja, wir haben Teams an auch. Ach, das ist irre. Was ist das denn? Da sind sie, die Felder wieder. Und da fragt man sich doch, wie kann denn das sein? Es gibt sogar drei Lösungen. Alter Hammer. Verrückt, drei oder? Stück auf einmal? Nee, die kann man alle einzeln benutzen. Das Verrückte ist, man braucht eine Zeit, um sich die Lösungen zu erarbeiten, um danach zu suchen, um das auszuprobieren, um Dinge zu finden. Und wenn man es dann weiß, ist es gar nicht so schwer. Aber bis man denn dahin kommt, dauert's. Was ich euch zeigen will, ich habe hier in meinem Mailfeld den Default-Wert, die Default Selected Items auf eine Variable gesetzt. Wenn ich die Power App lade, dann gehe ich bei meiner SharePoint Integration im OnEdit Event hin, schalte die Form um auf Edit Form und hole mir dann die Variable MailPerson und MailPerson 2 aus den jeweiligen SharePoint Feldern. Damit habe ich die Daten initial schon mal. Wenn ich auf den Button hier drauf klicke, dann nehme ich von der Checkbox, nicht Button, sondern von der Checkbox, den On-Uncheck-Event und gehe hin und sage dann, MailPerson ist blank und MailPerson 2 ist auch blank. Damit ist der Inhalt geleert. Ich kann hier nichts mehr sehen, aber der SharePoint speichert die Blank-Werte nicht. Jetzt fragt man sich ja, warum nicht? Man hat die Möglichkeit, hier unter den erweiterten Tools auf den Monitor zu gehen. Das ist ja auch was, Stefan, was du schon mal bei Community Events gezeigt hast. Eigentlich ein ganz interessantes Tool, um da mal reinzugucken, was passiert eigentlich im Hintergrund. Ja. Wir sehen hier so ein paar Aktionen.
Und ich kann das mal so simulieren, was passiert. Ich habe hier oben einen kleinen Button, der Blank Person setzt. Und zwar habe ich es ausprobiert mit Male Person auf Blank, so wie wir es hatten. Man findet im Internet aber auch oft die Bezeichnung, hey, du musst dir ein eigenes Objekt generieren, es muss von einem bestimmten Typ sein, ja, du musst dir die Claims und den Display-Namen und, das musst du alles auf Blank setzen. Und dann kannst du hingehen und kannst Blank Person den Feldern zuweisen. Ich habe hier zwei Patch-Ereignisse. Das können wir mal ausführen. Ich klicke hier mal auf den Play-Button, klicke hier mal auf Blank Person. Und wenn man jetzt rüber geht und guckt mal ins Teststudio, dann sieht man auch, dass ein bisschen was passiert ist oder ein bisschen was passiert. Jetzt gibt es hier Fehler. Und gerade wenn ich mir hier zum Beispiel diese Geschichte angucke, kann ich gucken, was hatte ich für Daten, für Formdaten, welcher Button wurde ausgelöst, was wurde versendet und so weiter und so fort. Und das Interessante ist jetzt, wenn man reinguckt und sich den Request anschaut, dann steht im Request drinne, dass ein Patch-Befehl auszulösen ist und dass bitte das Feld MailPerson überschrieben werden soll. Aber wir haben ja vorhin gesehen, ich hatte nicht nur den OData.type gesetzt, sondern auch andere Werte auf Blank. Und es ist so, dass Power App diese Blank-Geschichten wegoptimiert. Und der SharePoint denkt sich jetzt, oh, ich soll hier das MailPerson-Feld ersetzen, das ist super. Ich kriege hier auch eine Typbeschreibung, das ist auch super. Was soll ich denn da reinschreiben? Hier steht gar nichts drin. Tja, ich behalte dann einfach mal das, was ich schon hatte. Dann macht er doch eigentlich alles das, was er soll, oder? Eigentlich macht er das, was er soll. Dass ich jetzt hier so einen kleinen E-Tech-Mismatch habe, das liegt an einer anderen Geschichte. Aber das ist eigentlich das, was intern, wie gesagt, passiert. Es wird der Request abgefeuert und die Werte werden nicht mit übertragen. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten, um das doch zu tun? Möglichkeit 1 ist, ich gehe in meine Spalteneinstellungen und sage, das ist kein Single Selection Feld, sondern ich aktiviere die Option Allow Multiple Selections. Wenn ich das tue, kann ich ja Power Apps seitig immer noch dafür sorgen, dass ich bei dem Control hier, das mir die Auswahl von Personen zulässt, dass ich hier sage, ich knipse hier die Mehrfachauswahl aus, damit würde in dem Feld immer nur eine Person selektiert werden und ich kann dann durch Setzen von Blank das Feld im SharePoint überschreiben. Möglichkeit 1, also umschalten von Single Selection auf Multiselection. Möglichkeit 2, lasse alles so, wie es ist, auch im SharePoint lasse ich es auf einem Single-Personen-Feld. Gehe hier auf die Einstellungen, gehe auf die erweiterten Einstellungen, scrolle ein bisschen runter, bis ich zu den experimentellen Features komme. Und bei den experimentellen Features gibt es hier oben gleich das erste Feature, Fehlerverwaltung auf Formelebene. Wenn ich das hier einschalte und dann zurückgehe, die Power App speichere. Wie gesagt, ich habe nichts an der Power App geändert. Es ist immer noch der gleiche Mechanismus drin. Die Variablen werden auf Blank gesetzt. Der Default der Controls ist die Blank-Variable dann. Und wenn ich jetzt quasi das Ganze nochmal ausführe, auch da, ich weiß nicht, wie es ist, oder dir, Stefan, ich muss immer mal ein F5 drücken und einen Moment warten, bis die Power App deployed ist. Manchmal ist es auch ein Steuerung F5. In der Regel, das habe ich mir auch angewöhnt, habe ich hier oben irgendeinen Button, den verschiebe ich immer nach links oder nach rechts, damit ich sehen kann, ja, es hat sich was getan. Und wenn wir jetzt hier reingehen, wie gesagt, es ist nur das experimentelle Feature gesetzt. Ich hoffe, er ist soweit, dass er die Power App dann auch gleich lädt. Edit. Ja, wir sehen das Power App Ladesymbol, das ist schon mal gut. Das braucht dann immer einen Moment. Also ich werde gleich das Statusfeld ändern und Trommelwirbel. Sehr gut. Hatte ich schon gesagt, dass wir quasi über Teams streamen und über NDI die Bilder abgreifen? Ich
Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber Dafür kriegst du mal einen Trommelwirbel. Funktioniert wirklich gut. Eventuell ist das auch, was wir in der Postproduktion vielleicht schneiden werden, um es einfach etwas zu kürzen. Aber nicht, dass du mal Trommelwirbel rausnimmst. Den Trommelwirbel finde ich sehr gut. Hey! Wow! Läuft. So, die neue Power-App ist geladen. Wow, ich gehe cool, hin. Das ging aber schnell. Ich ändere mal einen Wert, damit wir auch sehen, dass tatsächlich was gespeichert worden ist. Das, was er jetzt nicht geladen hat, sind die Felder hier. Da mache ich nochmal ein Load. Aber ich bin schon sehr erstaunt, irgendwie, wie schnell das ging auch gerade. Ja, verrückt. Manchmal geht es wirklich sehr schnell. Ja. Ich ändere den Wert vom Status. Ja. Gehe über mein Optionsfeld. Lösche die Elemente hier drinne. Das ist gelöscht. Klicke auf Save. Und wie durch Zauberhand ist das Statusfeld umgesetzt und der Inhalt der beiden Personenfelder ist verschwunden. Tommy, du bist ein Magier. Wie machst du das? Ja, indem ich experimentelle Features nutze. Also wie gesagt, es ist einfach jetzt nur das Aktivieren des experimentellen Features gewesen, was man durchaus für den Fall auch machen kann. Oder man lässt es und nimmt die Möglichkeit 1, indem man eben aus dem Single-Selection-Feld ein Multi-Selection-Feld hat. Oder Möglichkeit Nummer 3. Unser MVP-Kollege, der Tomasz, hat in seinem Blog nämlich noch eine Möglichkeit beschrieben, wie man auch noch den Inhalt von Personenfeldern zurücksetzen kann. Und zwar über einen Power Automate Flow. Indem man dorthin geht und einen HTTP-Request an den SharePoint sendet und dann stumpf die SharePoint-API benutzt. Also hier underscore API, weblists, getlist by title, item. Hier muss dann die Item-ID rein von dem Item, wo wir was zurücksetzen sollen. Und in den Body, nichts anderes hat Power Apps ja auch gemacht im Hintergrund, setzen wir tatsächlich den Inhalt der Felder hier auf Null, auf das gute alte Computer Null. Und wenn dieser Befehl abgeschickt wird, hier in dem Fall über den Klick auf den Clear-Button, der dann im Hintergrund den Flow ausführt und diese Felder setzt, der ist erfolgreich gelaufen in dem Beispiel. Thomas refresht jetzt hier nochmal und wie wir dann sehen können, sind die drei Felder, ein Personenfeld, ein Numberfeld und ein Lookup-Feld dann tatsächlich gelöscht. Also das, was Power Apps wegoptimiert, indem es einfach hier beim Aufruf von dem Patch-Befehl zwar auch Mail-Personen setzt und auch hier was mitnimmt, aber die anderen Null-Werte vergisst, das kriegt man über so einen Flow nämlich auch geregelt. Wie findest du das? Stefan. Das ist abgefahren. Ist abgefahren. Gut, Flow, wenn man jetzt viele solche Dinge hat, da ist ja natürlich dann viele Flows, ne? Aber ja, sehr cool. Also mir gefällt die Option am besten, ja. Die uns dazu bringt, dass wir aus den Feldern hier Multi-Selection-Felder machen und dann in der Power-App einfach nur Single Selection zulassen, weil da sind wir beim SharePoint im Standard. Wir sind bei der Power App, haben wir Absolut. Nur einen Schalter umgelegt. Das funktioniert gut. Bei Lösung 2 mit dem experimentellen Feature kann man nehmen, aber mit experimentellen Features ist man ja immer, gerade in Produktionsumgebungen sollte man da ja vorsichtig mit sein. Und die dritte Geschichte über den Power Automate Flow kann man machen, aber wie du gesagt hast, führt halt zu vielen Flows eventuell, wenn man viele Listen hat. Na, hast dann wieder einen Teil, den du halt wieder auch mit betrachten musst, den du irgendwie mit warten musst. Aber gut, manchmal geht's halt vielleicht auch nicht anders. Jetzt haben wir aber natürlich Glück. Also ich find das auch mit dem Multi-Selection-Feld Hammer. Finde ich gut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Cloud Couch Rocks. Hashtag. Hashtag. Ciao.